Schüler aus allen Grundschulen der Stadt Lauchemer und Umgebung informierten sich mit ihren Eltern am 16. Januar 2020 über die Angebote und Möglichkeiten der Oberschule am Wehlenteich. Beim Tag der offenen Tür präsentierten Schüler und Lehrer praxisnah ihre Schule. Schulleiterin Andrea Richter verwies dabei auf drei Hauptgründe, die für die Bildungseinrichtung in Lauchemer sprechen. Der erste Grund, wir sind eine Oberschule und an einer Oberschule kann man jeglichen Schulabschluss erreichen, der in Brandenburg möglich ist. Der zweite Punkt ist, dass wir Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung sind und dass die Schüler wirklich besser nicht vorbereitet werden können, denke ich, als an unserer Schule. Und der dritte Punkt, wir haben eine sehr aktive Schulsozialarbeit. Es laufen Projekte, in denen die Schüler soziale Kompetenzen lernen. Und ich denke mal, dass es eine Besonderheit an unserer Schule ist. Konkret heißt das, die Schüler können nach der Oberschule auch zum Abitur gehen. Im Rahmen der Berufsorientierung werden viele praktische Erfahrungen in Betrieben der Region vermittelt. Die Oberschule arbeitet diesbezüglich mit 23 Kooperationspartnern aus der Wirtschaft zusammen. Im Sozialbereich bieten verschiedenste Projekte alle Möglichkeiten der kreativen Entfaltung. Sogar eine Filmcrew ist als Zeitenspringer auf den Spuren der Geschichte der Stadt und Region unterwegs. Und nicht zu vergessen, die Oberschule am Wehlenteich ist eine Ganztagsschule. Neben Förderunterricht und Hausaufgabenstunde gibt es nachmittags auch viele Möglichkeiten der sportlichen Betätigung. Übrigens, das INISEC-Projekt Grünes Klassenzimmer wird in diesem Jahr ganz im Zeichen des Insektenschutzes stehen. Daran wird schon jetzt intensiv gearbeitet.